Willkommen bei OB24 TV, Christopher Seiler und Norbert Schneider. Eine spannende Kombination. Ja, ich finde auch. Ja. Ein kleiner Mensch und ein großer Mensch. Ihr habt jetzt gemeinsam eine Single gemacht. Ja. Wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Das hat jetzt lang gedauert. Ich glaube 2 Jahre oder so. Ja. Und pandemiebedingt natürlich hat sich das alles ein bisschen verschoben. Aber ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, wenn ich ehrlich bin. Deswegen redet der Norbert jetzt weiter. Nein, ich finde es prinzipiell spannend, so eine Konstellation zu haben, als wie jetzt ein Act für mich jetzt, aus meiner Warte gesprochen, wie wenn ich ein Duett mit dem Hans Dessing, mit der Mojo Blues, mit den 5 Achteln oder mit dem Ernst Molden, was super, würde ich alles gern machen, aber da hätte ich sofort einen Sound im Kopf. Ich weiß schon etwa, wie das klingen wird. Das war das Spannende an dem jetzt, dass man das überhaupt nicht gewusst hat. Und das ist spannend, birgt natürlich auch Gefahren in sich, kann ja sein, dass ein Blödsinn rauskommt, aber umso schöner ist natürlich für uns beide jetzt, wir beide empfinden, dass das gut geworden ist. Und ja, aber ein Blödsinn macht man ja nicht, oder? Ein Blödsinn lässt man ja dann im Kammer liegen, ja. Bringt dann nicht raus, oder? Das geht sicher nicht für alle, aber ja. Nein, in unserem Fall sicher nicht, ne? Also ich hoffe, dass es so ist. Aber die treibende Kraft warst du, oder? Das weiß ich auch nicht mehr. Mir ist sehr viel entfallen vor den 2 Jahren Pandemie da. Aber glaube ich, oh ja, klar, ich bin Norbert auf jeden Fall gefragt, ob wir diese Nummer gemeinsam machen. Weil kennengelernt habe ich ihn damals bei einem Georg Danzer Tribute, ne? Genau, bei so einer Doku über einen Danzer, wo wir beide gespielt haben, aber nicht miteinander. Und wir haben auch nicht geredet miteinander damals. Nein, dazu kam es nicht. Der ist in so einer, wie heißt denn das? So einer Laube. In so einer Laube. Ja. Unfassbar. Hat wirklich, war für mich ein bisschen was sehr erhaben, das Bild von dir damals in dieser. Das ist ein großes Ader, da hast du ja auch nicht. Ja, es war wirklich schön, es hat ausgesehen, dass da gleich wir heiraten oder was. Jetzt haben wir alles zusammengehauen mittlerweile, ne? Ja. Die Nummer heißt Hausverbot. Ja. Hatte aber andere Gründe, hast du mir mal gesagt. Ja, die Nummer hat ursprünglich einmal geheißen Haus mit Zaun. Da ist darum gegangen, dass draußen Krieg ist und ich für meine Liebste kein Haus mit Zaun baue, sondern einen Luftschutzraum. Das hat sich aber dann ja, geändert, weil ich war damals auf Tour und dann ist mir dieser Text mit Hausverbot gekommen. Und Hausverbot ist eigentlich nur eine Umschreibung von einer verflossenen Beziehung, dass du quasi nicht mehr eine darfst. Obwohl, wenn ich das jetzt sage, kommt man gerade vor, wie deppert das klingt. Nein, so war es nicht gemeint, aber ja. Ja, viele nehmen ja an, Hausverbot klingt nach Lokalverbot, aber da geht genau, ja, aber es ist ja so, wenn du die trennst oder so. Genau, oder in ihr Leben quasi, um das jetzt zu korrigieren. Genau, und so ist die Nummer auch gemeint. Ist das eine Nummer, mit der du dich auch voll identifizieren kannst? Auf jeden Fall. Also ich habe dann die erste Strophen quasi dazu beigetragen. Ja. Und das war das Spannende, sie richtig auf dieses Hausverbot draufzusetzen, gar nicht von einer Frau oder einer Beziehung zu sprechen, sondern wirklich dezidiert nur das Haus, das Lokal zu beschreiben. Also total, ich habe ja mitgeschrieben, das ist genauso, ja. Irgendwie fühlt sich auch wie meine Nummer an. Und das ist zum Beispiel auch so eine Premiere eigentlich, weil ich kann mich nicht an eine Nummer erinnern, wo der Text nur von wem anderen gekommen war. Auch für mich ist das eine Premiere, ja. Das hatte ich so noch nie. Aber das ist ganz einfach, wo man sagt, da ist das Vertrauen so groß, dass man das den anderen machen kann. Du, das hat sich ja so entwickelt, das war nicht von Anfang an klar, dass ich da mitschreibe, aber irgendwie sind wir da reingestolpert und haben dann gearbeitet an dem Ding und das war erfrischend, hat sich beflügelt und so ist das entstanden. Das Video, was man bis jetzt gesehen hat, wird sehr spannend, sehr stimmig. Ja, war sehr nervenzerfetzend, der Dreh, ganz ehrlich. Was war nervenzerfetzend? Na, überhaupt, der komplette Dreh, weil sehr aufwendig gewesen und Ich muss dazu sagen, ich habe damals noch Alkohol getrunken, was ich heute nicht mehr mache, aber bei dem Dreh dann sehr viel, glaube ich, irgendwann im Laufe des Drehtags. Und dementsprechend war meine Performance dann irgendwann. Aber die Cutter waren sehr gut, die haben das so hingeschnitten, das merkst du gar nicht. Du sagst, du trinkst keinen Alkohol mehr? Nein. Welche Gründe hat das? Ich wollte einfach nicht mehr. So, ich glaube, ich habe alles gesehen in meinem Leben und Substanz hatte das sowieso nicht. Ja, ich sehe das jetzt alles klar. Darum frage ich mich auch, warum ich gerade da sitze. Nein, alles gut. Aber wie gesagt, der Videodreh war sehr lustig und das Video wieder großartig. Weil ich der Meinung bin, in Zeiten, wo Musik immer schnelllebiger wird und mit Spotify und dem Ganzen, sollte man wieder zurückgehen zu großen Videos und so. Und das ist jetzt eben das Hauptaugenmerk auch.
große Videos, großer Song. Ja. Gibt man da auch eine große weitere Zusammenarbeit oder ist das jetzt einmal ein einmaliges Projekt? Überhaupt nicht, kann es gar nicht sein, weil es gibt eine zweite Nummer, Schmähstart. Ja. Also das ist jetzt schon vom Tisch das Thema, dass das nur einmalig war. Aber nein, in Zukunft, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von seiner Kunst. Ich bin ein großer Fan von seinem Modestil. Wirklich bin ich. Ich habe nur nicht das Geschäft gefunden, wo es das gibt. Vielleicht verraten er das dann. Angeblich sind das so kleine Container mit Humana umstehen. Der Schmäh wurde schon in meiner Jugend gebraucht. Ja, aber dann muss ich das stimmen. Ja, weil man, das ist ja auch ein Stilmittel. Großartig. Das ich bediene. Ja. Großartig. Wie gesagt, ich habe einmal vorher gesagt, ich glaube, da hat der fährt so mit Zeiten, mit einem DeLorean zu mir. Weißt du? Und beim Gürtel geht es so puff und dann ist er da. Wie war mein Konzert, was ich nächste Woche spiele? Wenn du sagst Konzert, kann man sich das auch vorstellen, das live auf der Bühne zu präsentieren? Ja, definitiv. Wir waren schon mal live auf einer Bühne. Ich habe den Christopher eingeladen ins Konzerthaus damals mit meiner Band. Und das hat super funktioniert. Also das wird es bestimmt in irgendeiner Form irgendwann einmal wieder geben, ganz bestimmt. Also du bist quasi schuld, dass er dann mit Seil und Speer im Konzerthaus wird. Da hat er schon mal gewusst, wie es tut aus. Da hat er Blut geleckt, ja, offensichtlich. Ja, ja. Und ich war im Konzert, das heißt, stimmt. Dreimal. Viermal mit ihm. Ja, ja. Ich gehöre schon zum Inventar dort, wirklich. Ich zahle dort keinen Eintritt. Ja, weißt du, ich kenne mich. Ja, nein, das heißt, da war normales Gegenteil. Ja. Da hast du es mich normal nicht rein, wenn sie mich kennen. Musikalisch ist das klassischer Austropop, oder wie würdest du? Nein, würde ich so nicht behaupten, weil der Begriff klassischer Austropop, was heißt das? Ein from Austria eigentlich, ne? Nein. Ja, das heißt aber auch Lokalverbot oder das heißt Zimmer von Skaschewe oder was auch immer. Ja. Schon. Hat ja viele Facetten. Hat sehr viele Facetten, ja, deswegen ist halt der Begriff klassischer Austropop, der würde dann nur an betreffen. Nein, aber es ist glaube ich schon ein neuartiger Sound, obwohl er alt klingt. Oder? Ich habe mit diesen Genrebezeichnungen überhaupt kein Problem, wenn da wäre klassisch. Für mich ist es schwer, ich bin halt so in der Musik drin. Ohne dies, ja, ja. Und das gibt nur lauernde Nummern oder Nummern, die mir nicht packen. Und ob das jetzt ein klassischer Austropop ist, ja, die Sprache ist irgendwie österreichisch und ist so gefärbt. Die Musik wird jetzt, es hat einen souligen Touch, finde ich das. Ja. Und das hat mich von Anfang an sofort irgendwie gepackt. Ich habe gewusst, okay, da kann ich was dazu beitragen, das traue ich mir zu und da habe ich auch was zu sagen. Das Radio Airplay könnte etwas schwierig werden, weil es gibt da immerhin auch das Wort Arschloch in dem Song. Ja, denkt man da. Ach so. Der Eis spielt das dann nicht oder ist ihm das wurscht? Oder das ist mir. Über das haben wir ehrlich gesagt noch nie gesprochen. Ja. Nein, also, nein, aber ich mache ja keine Musik, dass im Radio gespielt wird, sondern wenn die Herrschaften befinden, dass sie spielen wollen, dann sind sie spielen. Aber wenn ich von Haus aus oder wir von Haus aus das schon hinschreiben würden, dann wäre es Industriepopmusik. Und das ist das Letzte, was ich machen möchte. Oder? Das liegt mir sowieso fern. Also wenn man meine Karriere verfolgt, kriegt man das eh mit. Und also das muss stimmig sein, das muss irgendwie selbst kommen, nichts Erfundenes, nichts Plastikware sein. Und dann kreuzt sich das manchmal für mich in meiner Musik, dass man im Radio gespielt wird mit einer Nummer. Einmal geht es sich aus und dann macht man einfach sein Ding weiter. Und mal schauen, was passiert. Also wir zwei haben Spaß dran, wir empfinden es beide genau als stimmig. Und genau. Das heißt, man schiebt damit überhaupt nicht in Richtung Charts. Das ist egal, oder? Das ist mir so egal, wirklich. Die Charts haben mich wirklich wurscht. Weil, ganz ehrlich, wenn du schaust, was die Charts dominiert, so, von dem bin ich so weit entfernt von dieser Art von Musik. Na, und die war ja schon, ich habe die Charts ja schon gesehen, ein paar Mal. Die, ja, von oben, ja. Die kenne ich eh. Ja, so also, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Ne? Also, mir ist es nicht wurscht, mit der so Freien. Naja, ich dann streiche ich das Arschloch raus. Ja, genau. So, drüber hast du gesagt, wir müssen noch was besprechen. Ja. Okay. Mir ist es nicht wurscht, aber ich bin nicht bereit, in meiner Kunst da irgendwie einen Millimeter abzuweichen. Insofern bin ich da in einem Dilemma und muss mein Ding machen, sonst müsste ich aufhören, Musik zu machen. Ein anderes, was man in Österreich gerne vielleicht als Maßstab für Erfolg oder was auch immer sieht, wird am Freitag wieder verliehen, das sind die Amadeus Awards. Ja. Ihr beide habt ja schon welche gewonnen. Wie wichtig ist der Preis an der ZDA? Ich glaube, im Leben gibt es sehr viele Dinge, die einfach öffentlich erzählen, aber wir nehmen das viel zu wichtig. Aber nein, es ist ein Preis, ganz einfach, es ist der einzige Musikpreis und dadurch auch der größte Musikpreis. Und natürlich zählt das was und natürlich freut man sich, wenn man ausgezeichnet wird, aber ich mache das jetzt nicht deswegen, dass ich mir daheim einen Preis stelle.
vor allem, wie du gesagt hast, das hätte ich auch schon alles gesehen. Aber hinschauen tut man, oder? Ich lass mich, ja. Ich bin leider nicht da. Ich bin dieses Jahr nicht da. Also ich war eh die letzten Jahre immer dabei, aber dieses Mal geht das ja nicht aus. Bist du dabei? Ich bin du bist nominiert heuer, oder? Ich bin nominiert, zweimal. Einmal habe ich schon nichts gewonnen. Okay. Das ist ja wirklich ein Blödsinn. Das ist wie wenn du Lotto spielst und der sagt auch um vier schon, dass du nichts gewonnen hast, obwohl die Ziehung um sieben ist. Sag doch schon mal die ersten vier Zahlen. Ja, ich sag das einmal. Nein, ich bin nominiert und ich schaue hin, weil jetzt einmal ist schon, glaube ich, drei Jahre oder so, ich war nicht durch. Ja, weißt du, ja auch drei Jahre nicht. Es war blöd, wenn ich durch gewesen war und da war nichts gewesen. Ja, es ist ja da ein Klassentreffen, das aus der Bock und einer gewissen. Ja, von der Sonderschule vielleicht. Ich darf das sagen, ich bin ein linkslinker Staatskünstler. Steht sicher in die Kommentare, darf ich das sagen? Irgendeiner schreibt immer hier linkslinker Staatskünstler. Ich bin weder linkslinker noch ob ich jemals in meinem Leben Geld vom Staat kriege. Nie. Ich zahle sehr viel ein. Aber du liest diese Kommentare? Nein, gar nicht, es wird mir zugetragen. Oh ja, ich lese gerade mit. Du bist ja überhaupt sehr aktiv. Nimm das zurück jetzt. Was? Du bist ja sehr aktiv in den sozialen Medien. Man sieht dich ja jeden Tag in der Früh beim Morgensport und sonstig. Warum machst du das? Ist das... Wieso machst du das eigentlich? Aber was jetzt? Das also die Leute bei teilhaben lassen? Ja, ja, mehr oder weniger. Ja. Weil ich sonst keinen Sinn dahinter sehen würde, Instagram zu betreiben. Weil dann ja einfach nur einmal im Jahr ein Foto einstelle. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht, deswegen habe ich zu mir selber gesagt, okay, Leute, die was mich abonnieren, die sollen halt, ich meine, die abonnieren mich ja nicht bei Hetz, die wollen ja auch was sehen und deswegen mache ich das. Und ganz ehrlich, wenn man die Leute zuschauen beim Rennen, ist das ja, glaube ich, auch nicht das Schlechteste. Weil manche Leute gehen jetzt auch laufen. So. Die haben nichts davor, außer, oh ja, die Volksgesundheit ist. Ich zum Beispiel, ich war jetzt einmal, gehe sicher nicht mehr. Aber du bist jetzt nicht durch Christophers Instagram. Doch, er hat mich animiert. Er hat mich animiert, tatsächlich. Also, ja. Ich steige jetzt auch ein in das Instagram-Ding. Aber Christopher hat mir erklärt, wie das mit den Stories funktioniert. Das war großartig. Der fragt mich, ohne Scheiß, der fragt mich so: erst wie magst du das, dass du da mehrere Stories magst? Weil der hat geglaubt, du kannst nur eine. So. Also dort stehe ich Instagram-technisch, muss man sich vorstellen. Ja, das schaffen wir schon noch. Machen wir. Was muss ich fragen, wie viele Katzenfotos hast du eigentlich auf deinem Handy? Ja, jeden Tag quasi neue. Von Leo ja, ja. Hat ja noch Geburtstag, ja? Der Leo hat halt Geburtstag gehabt, ja, der ganz aufgeregt war. Na, fühle, weil ich mache jeden Tag halt. Also das hat sich irgendwie eingebürgert, dass ich das halt so mache. Und ich habe mir sagen lassen von Social-Media-Experten, dass Politiker das gerne machen, dass sie mit Katzen zangen, also nachdem sie irgendwo in die Kasse gegriffen haben und kurz vorm Häfen stehen, posten sie ein Foto mit der Katze, sagen, es tut mir leid und dann... Alles ist gut. Alles ist gut, das ist völlig wurscht. Deswegen. Ganz genau, ganz genau. Deswegen, auf meiner Reise zum künftigen Bundeskanzler werden es noch viele Katzen geben, werden es noch viele Katzenfotos geben. Gibt es jetzt den Bogo den Job weg, oder was? Nein, der wird ja Bundespräsident, ich will ja Kanzler werden. Ja. Nein, ich habe ja noch was vor im Leben. Präsident war schon Pension, ne? Aber Politik, ist das was dich wirklich reizt? Nein. Ich weiß nicht, Politik fängt im Kleinen an und ich mache, glaube ich, nur Politik in meinem kleinen Umfeld, wo ich, was ich mir sagen lasse, sehr viel bewege und so und mich eben für schwächere einsetze. Aber so jetzt auf der großen Bühne, nimmt mich ernst. Nein. Du musst, in der heutigen Zeit musst du ein Role Model sein, der Politik. Weißt du, es ist wie Wrestling. Ja. Kennst du das Beispiel? Nein, beim Wrestling hast du halt, die haben ja nicht wirklich gekämpft da drin, aber die haben halt wild ausgeschaut und jeder hat sein Image gehabt und so ist es in der Politik auch. Musst du nur anschauen, die ganzen Staatsoberhäupte, die haben ja alle ein eigenes Gangel, ein eigenes Reden, eine eigene Haltung und sowas wollen die Leute. Was willst du mit mir? Ja, ich kann Klassensprecher im Häfen werden. Auch nicht schlecht. Sicherlich ein paar Ex-Politiker dort. Auch die wollen vertreten werden. Ja. Jetzt geht es ja endlich wieder mit den Konzerten los. Ja? Mhm. Ihr habt ja jetzt relativ bald über drei große Oberach. Du hast auch mehrere. Wie froh ist man, dass man wieder auf die Bühne darf? Na, endlich geht es wieder los. Also wir haben jetzt schon vier Konzerte gespielt. Das war so befreiend für uns, aber auch fürs Publikum. Das waren ganz spezielle Abende. Also es ist gar nicht in Worte zu fassen, was man da als Band wieder durchlebt. Das macht schon richtig Spaß und ist auch wirklich an der Zeit. Wie schaut es dabei aus? Seid ihr fit für die Tour? Ja, ich schaue mich auch, natürlich. Deswegen mache ich es ja. Nein, auf jeden Fall. Wir gefallen sie erst. Ich lebe auf der Bühne, das ist halt einmal so. Und
das ist eine Beziehung, die wahrscheinlich niemals verrosten wird. Deswegen freue ich mich irrsinnig. In welcher Form ich auch immer ich auf einer Bühne stehe. Keine Ahnung, vielleicht mache ich dermal nur das Licht oder was weiß ich nicht. Du musst immer was singen. Ja, nein, ob ich jetzt singe oder nicht, ist glaube ich auf die Karte. Ja, du bringst ja dann in Folge ja. Singles mit dem Wolfgang Gabos, mhm. mit dem Paul Pizzerra, ich glaube auch mit dem Paul Stella raus. Mhm. Das wäre natürlich ohne Song, was ist mit dem Speer? Mhm. Was heißt das jetzt für Seiler und Speer, wenn der jetzt zu viele Socken und mit zu viele Augen? Überhaupt nichts, aber wenn ich ein Soloalbum mache und dann Seiler und Speer Nummern um habe, dann brauche ich kein Seiler und Speer Album mehr machen. Das liegt auf der Hand. Nein, überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich bin relativ umtriebig und da habe jetzt so viel geschrieben und will das auch gern teilen, das was ich da schreibe. Und deswegen kommt dieses Album von mir und danach wird es wieder ein Seiler- und Speer-Album geben. Das musst du jetzt klären, das kennt sich keiner mehr aus. Okay. Seiler, ja. Seiler mit A, mhm. Wo siehst du da jetzt vor? Weil die erste Single hast du Seiler gebracht, jetzt hast du Seiler. Ja, aber das war ja bewusst. Das war deep, ja. Nein, das war bewusst von mir, damit man halt sieht, okay, das hat jetzt das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und dann habe ich das aber die ganze Zeit gelesen und man denkt, das lässt sich falsch. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt wissen die Leute ja eh schon, dass das was anderes ist und jetzt heiße ich eben wieder wie ihre Haas. Symbol oder was? Ja, ich weiß nicht. Ja, dann hast du die nächste Single wieder. Ist ja wieder vorne. Und dann gehe ich, also nehme ich einfach mehr und fertig. Das aus. Schreibe ich mir einmal mit AY, dann mit EI und das passt schon. Wir müssen natürlich in Tagen wie diesen, so traurig es ist, natürlich auch ein bisschen über den Willi, wie sehr hat euch das getroffen? Mich sehr. Wir haben vorher gerade gesprochen. Also, das nimmt mich wirklich mit. Der Mann wird wahnsinnig abgehen. Jetzt nicht nur in der Musiklandschaft, glaube ich. Was der an Humanität und einfach, das war ganz ein großer Mann, was der bewegt hat, was der für andere Menschen gemacht hat, hat mir immer sehr viel Respekt abgerungen. Und jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, es ist nie so ein richtiges Gespräch, also ein lockeres zustande gekommen, weil der Respekt so groß war. Der war immer herzlich, ist nie von ihm ausgegangen. Also es war einfach mein Ding, dass das nicht funktioniert hat. Aber es war immer herzlich und wirklich ein großer Mann war das. Kann ich mich nur anschließen? Ich habe ihn einmal getroffen. Das war am Heldenplatz damals. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben eben drüber geredet, eben am Album, ne? Dass man da was gemeinsam macht. Ist dann durch die Pandemie halt nicht zustande gekommen, wie vieles halt nicht durch gewisse Maßnahmen nicht zustande gekommen ist. Deswegen bin ich da nur ein Stückerl angefressen, als was ich sowieso schon bin, wenn ich sehe, was da eigentlich angekriegt worden ist durch manche Entscheidungen. Aber ja, es ist wirklich traurig. Ja. Vor allem, man stirbt das meistens vor einer Sekunde auf die andere. Aber wirklich so unerwartet und wird fehlen, hundertprozentig. Aber ich habe es eh geschrieben, Menschen hinterlassen Spuren und für seine muss er sich aber nicht genieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in Anliegen. Sollte es sowas wie ein Tribute-Konzert für den Billy geben, wärt ihr dabei? Ja, natürlich. Steht zur Verfügung. Ja, natürlich. Ja. Das tut man ganz einfach, natürlich. Ich weiß nicht, habt ihr beide jetzt schon geheiratet? Oder ich kann mich noch erinnern, du hast nach einem unserer letzten Interviews hast du ja das mit dem Antrag gesagt. Ich habe ja. Hier? Ja, es ist soweit, er weiß nicht mehr, da hat er noch getrunken, weißt du? Das ist unfassbar. Ich habe ja an dem Tag noch einen Antrag gemacht, ja. Nachdem ich bei dir war. Und wir haben geheiratet, ja, kurz danach. Es hat zwar ein paar Anläufe gebraucht, weil er sich nicht erinnern konnte, weil sie noch in dem Aufwachtaumel war. Und ich habe dann eigentlich dreimal einen Antrag gemacht. Er weiß noch immer nichts davon. Aber der Frau war in einem Aufwachtrauma? Ja, ja. Also was hast du betäubt oder was hast du was machst? Ich habe da natürlich ein bisschen Tricks anwenden müssen, sonst war das natürlich nicht so über die Bühne. Der war da um ein Eck mit so einem Fetzen. Dann müsst ihr mich heiraten. Okay, nein, Gratulation. Ja. Wann war das? Wann war das? Das war. Wann war das? Vor wie vielen Jahren? 19 war das, ja. 2019. Nein, sie hat einen Unfall gehabt und das war dann irgendwie ganz dramatisch. Ich habe da gerade Promo gehabt zu einem Album und war dann eben bei dir und das war schwierig natürlich die Zeit. Und war dann im Spital bei ihr die ganze Nacht, bin dann zu der Promo gefahren und dann wieder zurück und das, ja. Ach so, okay, jetzt bin ich bei euch, okay. Na, weil er hat dann bei mir wo so wirklich so spontan gesagt, das ist mal, jetzt bin ich, okay, jetzt kenne ich mich aus.
Jetzt muss ich natürlich auch die Frage, was ich mit euch hochgezogen habe. Ja, nächstes Jahr, so wie es ausschaut, weil es war lang nichts und jetzt wollen auf einmal alle und ja. Das ist aber privat, das gehört da nicht her. Ja. Das rede ich nur mit der Stöckl. Wie schaut es mit deinem Stadion aus? Mit wem? Mit deinem Stadion. Ich glaube nächstes Jahr oder so. Ja, ich glaube nächstes Jahr steht das dann da. Also ich habe das noch immer nicht realisiert. Das ist ein bisschen surreal, das Ganze. Das mein, ich mein, dort, wo ich herkomme, die haben gar nicht an, wenn ich anrufe. Und in Wien, wo ich eigentlich seit 10 Jahren erst bin, bauen sie mir ein Stadion. Da stimmt da irgendwas nicht. Und ich hätte gerne, dass der Hauptplatz in meinem Heimatort Hauptplatz heißt. In Wöllersdorf, oder? In Wöllersdorf, ja. Ich hätte gerne, dass der einfach Seilers Hauptplatz. Seilers Hauptplatz. Ja. Seilers Square. Seil ist ein Square Garden, ja. So. Nein, aber wirklich, es ist eine Wertschätzung und ich kann den Verein nur in den Himmel loben, für alles, was der leistet, menschlich, sozial. Jetzt zurück zur Single. Ja. Du hast ja relativ am Schluss, sinnierst du ja dann auch, die Liebe ist ein seltsames Spiel, dass man da nicht gewinnen kann, oder? Erklär das einmal ein bisschen. Ja, das ist schon eher dahin. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Und das lassen wir genauso stehen, das brauche ich nicht erklären. Das sollen die Leute dann. Das ist aber ein schönes Lied, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Nein, ist nicht. Das ist absoluter 60er, 70er irgendwo Schlager, der. Das ist so wie Schlager halt ist, ne? Schlager ist, sollst du nicht wirklich nachdenken. Ne? Das ist ja nur, wenn draußen das Arsch ist, sollst du das hören und da denken, ja, aber das Lied ist leider. Schlager. Ja, aber du hast ja zitiert. Ich höre es auch gern. So beim Grün gibt es nichts Besseres als so Schlager. Also nicht nur Cat Stevens, sondern auch Schlager. Ich habe Schallplatten gekriegt. Ja, das kann ich. Vom Grabke, vom Robert. Da haben wir tatsächlich die Schallplatten geschickt. Ich glaube, der redet nur, aber ne? Das ist ein Macher. Wie geht's weiter? Das frage ich dich gerade. Die Pläne von euch beiden? Ja, jetzt einmal. 1000 Sachen. Ja. FC Mellibar gerade richtig am Durchstarten und natürlich jetzt die Singles nach und nach. Am 6.5. mit Norbert, die Hausverbot. Danach kommt die nächste, wenn der Wind geht, glaube ich, wenn jetzt komplett sind, redet. Dann eine mit dem Pauli, mit dem Pizzeria. Und dann komplett anderen Synonym. Weil wir haben da noch gar keinen Bandnamen. Und. Weiß ich nicht, ich übergebe meinen. Mitredner. Ein Co-Moderator. Ja. Naja, ich stecke schon wieder in den nächsten Aufnahmen. Ich habe ja bei mir zu Hause ein Studio und da ist schon alles hergerichtet. Morgen sind wir wieder dort. In einer erlesenen Gruppe. Ganz tolle Musiker kommen da. Ein Schweizer Pianist ist dabei und da nehmen wir halt neue Jazz-Aufnahmen auf. Und dann geht es halt mit der Spielerei los. Ja, im Juni sind wir ziemlich viel unterwegs und auf das gefallen wir uns schon recht. Du nimmst ja very old-fashioned auf, ja? Mit Bandmaschine, oder? Ja, kann man so sagen, ziemlich old-fashioned, ja. Weil? Weil das erstens wirklich anders klingt, das bilde ich mir nicht nur ein. Und zweitens, weil der ganze Aufnahmeprozess, das geht schon beim Aufnehmen, ist das ein anderes Feeling. Die Musiker kommen viel vorbereiteter, weil sie wissen, ein Bundle kostet, also auf ein Bundle passen knappe 30 Minuten. Das kostet knappe 200 Euro, das Bundle. Da überlegst du das schon, da bereitest du dich schon anders vor als digital, wo alles wurscht ist, wo du das 30 Mal hintereinander spielen kannst. Und wir spielen ja alles live ein, gemeinsam in einem Raum. Das heißt, da Abstriche musst du immer machen, weil perfekt wird es niemals sein. Aber genau das suche ich auch irgendwie bei diesen Aufnahmen. Diese Nicht-Perfektheit, dieser gewisse Charme. Das harmoniert gut, ja, auch was das betrifft. Unfassbar. Das ist auch unfassbar. Du hast bei den Seiland-Sperrkonzerten habt ihr auch Solonummern gespielt, ja? Ja. Das war dem gedungen, weil das mit dem Orchester ist, oder kannst du dir das auch vorstellen, dass das auf der Tour passieren wird? Das kann durchaus passieren. Ja. Was auch durchaus passieren kann, ist, dass ich den einen oder anderen Schlager cover, wo wir vorher da schon waren, weil ich finde das einfach erfrischend, wenn man da einfach, weiß ich nicht, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett oder so. Ja, das habe ich schon mal gemacht beim Solo-Stand-Up-Programm einmal. Dann war es lustig, weil dann habe ich von der AKM einen Brief gekriegt, dass ich da jetzt zahlen muss.
So, ich hab's aber gar nicht angespielt, ich hab's einfach nur parodiert. Und ja, scheiße, die Nummer war teuer. Ja, jetzt nicht persönlich, sondern über diesen wunderbaren Verband habe ich es ihm zukommen lassen. Ich weiß nicht, was er damit gekauft hat. Vielleicht kann man das herausfinden. Am Novaro geht es jetzt nicht aus, weil da spielst du am Theater am Spittelberg, was ich deinem Zugplan entnommen habe. Aber sonst kannst du dir vorstellen, dass, dass du auch bei Seidel und Speer einmal für eine Nummer auf die Bühne springen darfst. Erst wenn, ja, sowieso, ja. Na klar, sowieso. Und vor allem werde ich sicherlich irgendwann auf Tour gehen mit dem Album dann. Ja. Ja, und dann treffen sie sowieso. Ich muss mir nur halt eine Location suchen, die mich einlassen. Konzerthaus fällt einmal weg. Und so ziemlich jede andere Location in meiner Umgebung auch. Aber in Tschechien gibt es leider nicht.